Die Vision ist eigentlich klar. Wir wollen mit Blooms und unserer Technologie in Hotels, in Gastronomiebetrieben ein flächendeckendes Netzwerk aufbauen mit kleinen Indoor-Farmen, so wie wir es hier auch haben. Eine Indoor-Farm benötigt wenig Platz. Hier ist das Licht sehr zentral. Das Licht gibt ja Wellenlängen ab. Die strahlen auf die Kräuter, gepaart mit Wasser, mit dem richtigen Klima, wächst das Produkt dann ganz von allein. Am Ende des Tages produzieren wir Kräuter, essbare Blüten. Das sind alles Produkte, die am Teller landen. Letztlich ist es für uns alle eine riesige Challenge, nicht mehr auf den Kosten der Natur zu leben. Und gepaart mit Technologie gibt es neue Anwendungsbereiche, die wir auch sichtbar machen, weil Parameter, die wir für die Farm brauchen, kann nur digitalisiert abgebildet werden. Das heißt, unser Geschäftsmodell ist aufgebaut auf Digitalisierung und auf Technologien. Für uns ist es wichtig, Geschäftsansätze zu entwickeln, die am Ende des Tages uns allen ein weiteres, sicheres Zuhause auch geben. Ich glaube, Visionäre haben die Aufgabe, grenzenlos zu denken. Wir haben wirklich ihre Ideen. Unsere Mission ist, heute an morgen zu denken, sichtbar zu machen, was Technologie ermöglicht, und sichtbar zu machen, was man ist.